So, willkommen zurück. Jetzt waschen wir Buntes und ich zeige euch jetzt auch eine Weichspülmischung, die ihr gerne für diese Jahreszeit benutzen könnt. Fay Germany hat schon ihre vorgestellt, ich zeige euch jetzt meine. Und ja, dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch jetzt, mit was ich wasche. Und zwar benutze ich jetzt die Perwoll Care Cups für alle Farben. Ich habe ja in meinem letzten Video die benutzt mit Dunkles, also für Dunkles. Das waren die hier. Ich muss sagen, die haben aber einen sehr, sehr guten Duft in der Wäsche hinterlassen. Und ja, jetzt versuche ich es mal mit denen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man die dann noch rausriechen wird. Vielleicht werden die den Geruch verstärken, da ich noch mehrere Sachen benutzen werde. Und ja, das zeige ich euch auch gleich. Die kommen jetzt hier rein. Und genau, dann machen wir das Ganze zu. Was wir jetzt benutzen ist... was wir jetzt benutzen ist Ruby Jasmin von Fay Germany. Das tue ich jetzt noch rein. Dann benutze ich die neue Tüte. Sie hat mir ein neues geschickt. Das war ja mein so gesehen Gewinn. Und was ich seit langem nicht mehr benutzt habe, war Ariel. Und das werde ich jetzt auch benutzen. Das erinnert mich irgendwie an letztes Jahr Sommer, wo ich hier angefangen habe mit YouTube. Da habe ich angefangen, dieses Ariel auch zu kaufen. Und ja, deswegen benutze ich das auch. Und danach zeige ich euch auch, welches Weichspüler ich mische. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir machen jetzt mal die Maschine an und schauen mal, welches Programm. Ich denke mal, ich werde mit Baumwolle waschen, 40 Grad mit Wasser plus und einmal Zeitverkürzung. Oder nee, das ist mir zu wenig und das volle Programm ist mir auch zu viel. Deswegen werde ich vielleicht Pflegeleicht benutzen. Mal schauen. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Welches war das denn, das so gut war? Oder war es doch Baumwolle? Egal. Dann machen wir einfach so. Ja, 1 Stunde 38. Das passt dann auch. Und ich höre da meine Kleine, die kommt schon. Ja, sie kommt schon. Werbung. Werbung, dann drück weiter. Du weißt doch, wie es geht. Genau, ich würde jetzt diesen Rest hier verwenden. Ich tue jetzt, das ist nicht viel, Leute, das ist so höchstens eine halbe Kappe oder wenn überhaupt. Oder eine ganze, die können wir auch mal testen. Es ist halt ein bisschen gefährlich hier, weil ich hier mit einer Hand gerade arbeite. Also das ist eine Kappe, dann sagen wir mal, dass eine Tüte ist eineinhalb Kappen. So, dann tun wir das jetzt schon mal so rein. Und den Rest tue ich jetzt einfach so rein. So. Und hier. Das riecht so gut nach so Blumen und so. Ich weiß nicht, das riecht irgendwie cool. Aber das ist so, ein intensiver Duft. Das ist richtig gut und es riecht süß, blumig und ach, auf jeden Fall gut, dass es blumig ist, denn unser Weichspüler wird, wird ähnlich sein, sage ich jetzt mal. Und so. Oh, da kommt es schon. Ich mach das schon mal zu. Genau, solange jetzt hier Wasser kommt, tue ich schon mal Ariel auch rein. Oh mein Gott, ich habe diesen Duft so vermisst. Dann tun wir doch mal hier ein bisschen rein und auf der Seite auch, damit es cool aussieht. So. Wasservoll. So. So.
schaue jetzt, ob es reicht. Wenn nicht, dann habe ich hier noch die zweite Tüte. Und die mache ich jetzt auch schon mal auf. Also wie gesagt, es riecht super gut. Genau, machen wir doch noch eine Kappe einfach und fertig ist es. Weil irgendwie Jasmin hat so ein coolen Duft und ich möchte das unbedingt in der Wäsche haben. Und ja, ich mache jetzt zwei, weil es waren ein halber. So, das reicht. Dann machen wir zu. Genau. Ohne Wasser plus, das mache ich dann selbst. Ich möchte nicht so viel Wasser. Ich möchte, dass die Wäsche richtig nass ist, aber nicht so mit, also nicht so im Wasser, nicht im Wasser schwimmt, sage ich jetzt mal. Ich will, dass es so richtig, die Wäsche, dass die sich so richtig klatscht, also wenn sie sich so dreht, dass auch ganz viel Schaum kommt. Und ja. Ja, genau. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich benutze für Weichspülermischung. Und zwar wird mein neuer Weichspüler Happy Flower. So, genau. Also mein neuer Weichspüler heißt Happy Flower. Und ich zeige euch jetzt, was ich dazu verwende. Und zwar ist es natürlich einmal von Lenore Sommerblumen Happy und einmal gemischt mit Vanille-Mandelblüte. Leute, das riecht zusammen, ich sag's euch. Das riecht so gut und das jetzt für diese Jahreszeit einfach perfekt. Was heißt? Willst du was? Willst du Wassereis? Ja, Mama gibt dir gleich. Es riecht einfach brutal zusammen und es wird so fruchtig riechen und ach, das wird so frisch auch riechen und ja. Und da jetzt das andere? Da hinten. Okay, das ist noch nicht runtergegangen. Ich komme gleich wieder. Ich gebe dir kurz das Wassereis und dann machen wir weiter. So, bin wieder da. Okay, Wasser fehlt noch. So. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt diese Mischung und ich sag's euch, die Mischung ist einfach perfekt. Perfekt einfach. Also als erstes kommt mal, so sagen wir mal, mach mal Hälfte. So. Und mach mal das so. Wird diese andere runter? Nee, noch nicht. Okay, und dann machen wir die Flasche voll mit Vanille-Mandelblüte. Oh, das ist jetzt mit einer Hand. Das ist echt blöd. Aber okay, ich versuch's mal, weil das ist eine Jumbo-Flasche. So. So. Und damit es jetzt auch die entsprechende Farbe bekommt, ich wollte das ein bisschen gelblich, tun wir ein ganz wenig von Softland Vanille und Orchidee. Moment. Das ist jetzt nicht runtergegangen. Okay, das muss ich dann gleich selber machen. So, ganz wenig. Und ich glaube, da kommt jetzt ein Spinwash. Das muss ich euch zeigen. Warte. Hier waren ganz kleine. Machen wir noch ein wenig. So. Und das war's auch schon. Ja. Vanille-Orchidee hat auch einen ähnlichen Duft, deswegen passt das jetzt auch ganz gut zusammen. Jo. Moment. Wir werden jetzt das gemeinsam vermischen. So. Währenddessen schauen wir hier mal ein bisschen mit und ich tue währenddessen ein bisschen hier meinen Weichspüler machen. So, auf den Kopf drehen, wieder auf den Kopf.
Also mit dem Schaum bin ich schon mal sehr zufrieden. Mit dem Wasser jetzt leider noch nicht. Eigentlich schon, aber ich muss ja sowieso noch das andere runterspülen, außer es kommt jetzt noch Wasser. Ich weiß es aber nicht. Und ja, das ist die Weichspülmischung. Die ist jetzt ein bisschen so vanillig-gelb. Nicht ganz gelb, sondern vanillig-gelb. Wie ihr sehen könnt, das ist sehr intensiv und das ist nicht so intensiv. Aber das wollte ich auch so haben. Oh mein Gott, wie das riecht. Das kommt direkt in mein Weichspülfach. So, schaut euch die Farbe an. Richtig cool. Also richtig dezent sieht das aus. Ich tue jetzt das hier noch runterspülen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Schaum sogar. Und jo. Das ist sogar schon hart geworden. Und der Cap, der sollte eigentlich auch jetzt in die Wäsche langsam rein, weil... Jo. Happy Flower, Leute, macht es nach. Das ist ein richtig guter Duft für diese Zeit jetzt. Und ja. Ich werde wahrscheinlich auch meine Wäsche nicht trocknen. Ich werde sie aufhängen und dann wird es überall nach dieser schönen Wäsche riechen. Ach, erst jetzt kommt's, okay. Komisch. Wieso das jetzt kommt? Aufgelöst. So, ups, ich habe jetzt ein bisschen zu voll gemacht. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. So Leute, ich mache noch eine Kappe rein und dann reicht es auch schon. So, die letzte Kappe und fertig. So. Dann machen wir Happy Flower doch auch mal zu. Und ja, es riecht wunderbar mit Vanille, mit Mandelblüte von Vanille und Sommerblumen von Happy, von Lenore. Ja. Und noch Softlan, Vanille Orchidee, aber ganz, ganz wenig. Auch für die Farbe. Sieht super nice aus. Was machst du da? Also nicht wundern, dieses Geräusch hier. Meine Tochter, die isst gerade Wassereis. Was tust du gerade essen? Hä? Was tust du gerade essen? Was? Ja, richtig schaumig.
Ich tue jetzt noch, um dass die Wäsche intensiver driftet oder intensiver riecht, sage ich mal, werde ich ein wenig ins Hauptfach dazugeben, meinen Weichspüler. Und ja, damit es einen sehr schönen Duft dann am Ende auch hat. So. Und hier rein und da raus. Fertig. Hast du Wasser ist schon leer gegessen? Hör auf damit rumzuschütteln. Oh Mann. So. Jetzt ist schon ein bisschen abgetötet, aber das macht nichts. Ich habe ja Spinwash und dann bildet sich der ganze Schaum wieder, indem es sich so dann dreht. Und ja. Was ist los? Mama, wir bringen drei Kräuter. Ja, gleich. Ich bin eh schon fertig, Schatzi. Gleich. Ja. Da sieht ihr das Wasser schon. Ah, nicht Pause drücken. Hallo. Pause drücken. Ich muss kurz hier Tastensperre machen. So. Schade, dass das Licht nicht immer an ist bei der Waschmaschine. Das wäre richtig cool. Naja. Auf jeden Fall, so habe ich meine Wäsche gewaschen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens habe ich neue Nägel, seht ihr das? Die habe ich mir selber gemacht. Selber Gelnägel, die sind jetzt nicht perfekt hier, seht ihr das? Ich kann an mir selber hier oben nicht so richtig lackieren, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und meine Weichspülmischung hat euch auch gefallen. Macht sie nach, Happy Flower und ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss und Peace. Tschüss. Und sie dreht da rum. Geht aber leider nicht. Haha. Tut. Okay, also dann macht's gut. Bye.